Kruzifix noch einmal, herzlich willkommen auch zurück zu LS17 auf der bayerischen Oberlandkarte, auf Hermannsecke genannt. Ja, mit einem weißwurstfressenden Garderöl, ja, und einem Maßbier trinkenden Werner. So. Arg. War das bayerisch genug? Ja, du hast die Laugenbrezel vergessen, aber ist okay. Brezel, Schmätzel. So. Wir wollten über den Euro Truck Simulator 2132 Public Beta sprechen. Ja, wenn es genehm ist, können wir da ein, zwei Worte drüber verlieren. Ich hatte den Eindruck, also ich weiß jetzt noch nicht, worum es da geht, weil nächstes News-Video ist noch in Arbeit. Und bei dem Thema bin ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe aber den Eindruck, dass wir was verpasst zu haben. So viel kann ich schon mal sagen. Ja. Den Eindruck verstärke ich schon. Ja. Okay, das klingt schon mal gut. Also es ist halt wirklich nicht so wie jetzt ein normales Update. Zumindest stelle ich mir das nicht unter normalen Update vor, sondern das ist halt wirklich eine Spielerweiterung vom Spiel. Also so wie Kell und Kops das plant. Also wenn du das sagst, ja, wird so sein. Also, ja, ich erkläre mal kurz das Prinzip. Mehr. Also so wie es gedacht ist, ist das Spiel, Kell und Kops kommt raus, irgendwann mal komplett, dann ist alles drin. Und dann kommen kontinuierlich, so wie jetzt, nur hoffentlich ein bisschen schneller, so wie jetzt die Early Access Updates kommen, kommen dann kontinuierlich weitere Inhalte. Zum Beispiel kommt dann ein halbes Jahr später eine neue Map. Dann kommen weitere Maschinen. Und da du ja diesen Komplettpass hast, du hast das Spiel also schon, also die Idee dahinter war, ich weiß nicht, ob es noch so ist, du hast das Spiel ja schon. Und alles, was dir nachgeliefert wird, das bekommst du dann, weil du ein toller Mensch bist und wir nett sind, das Unternehmen. Und dann kommt dann halt mal, oder so wie in EVE Online. EVE Online hat, gut, da hast du einen Monatsbeitrag, ja. Aber da kam dann kein EVE Online 2 raus. Das Spiel ist auch schon über 15 Jahre alt oder so. Sondern einfach mal ein komplett neues Grafik-Update mit ganz vielen neuen Schiffen. Also quasi ein EVE Online 2.0, aber du hast das Spiel ja schon, also kriegst du das. Also so in der Art, oder wie? So in der Art, wobei man natürlich auch die andere Seite der Medaille sehen muss. Also SCS ist ja auch leider teilweise auch bekannt gewesen, dass man für ein Paint-DLC mal ja. 2,50 oder 3,50, schlag mich genau, verlangt hat. Ne? Ja, richtig. Deswegen muss man jetzt auch löblich sagen, dass sie wirklich jetzt, es ist noch nicht offiziell draußen, es ist wie gesagt eine Beta-Version, die draußen ist momentan, aber wenn das so kommt und vielleicht mit noch ein paar Verbesserungen für Lau, dann ist das wirklich ein großer Daumen nach oben von meiner Seite. Okay. Nur mal für den Schachzug, dass sie wirklich jetzt eine große Erweiterung für gratis raushauen. Ja, wie gesagt, das war übrigens einer der Hauptgründe, warum ich mich damals, sagen wir mal, auch so ein bisschen Richtung Kell und Kops committed habe. Weil ich diese DLC-Politik bei einem anderen Produkt nicht so gut finde. Und mir bewusst war, dass die das so zumindest geplant haben. Stand da, glaube ich, so auf der Early Access-Seite sogar drauf. Ne? Also kontinuierliche Inhaltsupdates und so weiter. Wenn man einmal den Pass hat, also wenn man diesen 2-Jahres-Pass hat, der beginnt ja dann, wenn das Spiel raus ist. Dann gibt man 2 Jahre lang alles, zum Beispiel, was dann noch rauskommt, an, wenn es denn DLCs geben sollte. Die wird es natürlich dann wahrscheinlich auch geben. Also, was weiß ich, da kommt eine neue Marke rein. Dann kriegen die Leute, die den Pass haben, kriegen das alles gratis. Und du kannst, wenn du den nicht hast, dir dann, ne, so einen Season Pass, dir das dann dazu holen. Aber es wird auch weiterhin kostenlose immer. Also das soll nicht dann irgendwann, kommt dann Kettle und Cops 2 oder Kettle und Cops 2021, sondern das Originalspiel wird immer weiter erweitert. Und das war einer der Gründe, warum ich mich committed habe und warum ich diese anderen Spiele, sei es der Train Simulator, ist ja ganz extrem, ne? Ja, oder Omsi auch, ne? Omsi weiß ich, ja doch ja, auch. Ja, doch, Omsi wird so genau. Verschwemmt von der Lok. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich da gesagt habe, hey, das ist eine geile Idee, das machen andere Spiele auch so, finde ich super, so sollte es eigentlich auch sein. Und wenn das ETS jetzt auch so macht, dann... Also für dieses Update werden sie es halt so machen. Ja, okay. Was weiterkommt, gucken wir mal, ich weiß nicht. Aber ja, aber es gibt ja Feedback und das hören die ja auch, die Entwickler. Das ist richtig. Aber so. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die da dabei sind, bevor wir jetzt wieder lang irgendwie rumschwatzen. Entschuldigung. Und zwar ist es jetzt, glaube ich, die größte Neuerung für mich, oder die interessanteste Neuerung für mich ist, dass du die eigene Trailer kaufen kannst. Das heißt, du musst nicht mal jetzt, also du kannst ja deinen eigenen LKW kaufen, ja. Das war ja immer schon so. Du kannst halt klein anfangen und nicht immer wieder hocharbeiten und so weiter und so fort. Alles gut. Verschiedene Marken, alles gut. Und jetzt ist es so, dass du dir zu deinem neuen LKW auch einen neuen Anhänger, deinen eigenen Anhänger kaufen kannst. Dieser natürlich dann auch, je nach Level, auswählbar ist. Das heißt, du kannst eine ganz einfache Plattform kaufen, du kannst ein Planenfahrzeug kaufen, du kannst einen Kühlanhänger kaufen, du kannst 2 Achsen, 3 Achsen, Lenkachsen,
Liftachse. Du hast so viele Auswahlmöglichkeiten, wie du das Ding aufpimpen, verschönern und so weiter kannst. Und so kann jeder, der sich dieses kostenlose Ding runterlädt, deine eigenen Anhänger kaufen und ja, loslegen. Sekunde mal. Das ist ja dann ein Update, oder ist das ein DLC quasi? Ein Update. Das ist momentan nur ein Update. Ja, das heißt, es ist, wenn das Spiel geupdatet wird auf Steam, hast du das auch. Punkt. Hat jeder kostenlos. Ja. Richtig. Also, ja, okay. Ja, genau. Und das fand ich schon wirklich krass. Wie gesagt, von SCS kenne ich es so nicht. Da wurde ja, wie gesagt, 2,50 neue Farbe, danke dafür. Was ich mir auch gekauft habe. Wobei man sagen muss, wir kriegen das natürlich auch in den Popus geschoben, ne? Also wir müssen da gerade was sagen, aber wenn ich jetzt überlegen müsste, ich müsste mir das auch kaufen oder so, ne, no way. Würde ich auch nicht kaufen. Ja. Ist so. Und aber deswegen wollte ich das eben hervorheben, dass das diesmal für lau ist. Ja, sehr cool. Also da, wie ich ja gerade schon umfangreich ausführte, bin ich sehr begeistert, wenn das so sein wird. Und ich weiß auch, was ich nächsten Tage mache. Ja. WoW-Spiel. Kommt raus. Was? WoW, okay. Natürlich auf dem Kanal vom Kollegen Sachs natürlich ist das schon auffällig zu sehen. Bei mir, also bei uns ist es noch nicht, weil ich habe einen neuen Spielstand begonnen. Aufgrund dieser Tatsache, dass man sich jetzt eigene Trailer kaufen kann, fand ich... Muss man euch nicht enttarnen? Nein, muss man nicht. Aber ich fand es interessanter, sich hochzuarbeiten von null mit dem Aspekt, den eigenen Trailer zu kaufen, als wie jetzt bei Level 95 weiter rumzukrebsen, wenn du sowieso 3,5 Milliarden auf dem Konto hast. Und du kannst ein bisschen weinerisch, ne? Nein! Wir machen dir ein bisschen richtig Geld. Ich hab nämlich gerade Level 95 und 3,5 Milliarden auf dem Konto. Das war ganz ein blöder Zufall. Ja, ja. Aber ja, ich habe mir, also da muss ich, also Werner, normalerweise wäre ich da bei dir, aber beim Eurotruck ist es so, da bin ich so ein Traditionstyp. Das heißt, das ist unser Spielstand, den will ich halt weiterspielen. Und normalerweise bin ich auf deiner Seite, Werner, dass ich sagen würde, ja, ich fange das nur an. Ja, aber ich glaube, in diesem Fall. Du musst das aber bei uns an einen anderen Aspekt messen, weil ich das Spiel nie auf YouTube gezeigt habe. Das war immer ein Kollege. Ja, okay. Carlo ja. Bei mir, deswegen. Ja, verstehe. Habe ich das so. Gut, ich glaube, zum Schwerlastdingens haben wir was gemacht. Randy? Bitte? Was haben wir da gemacht damals? Das war Multiplayer Schwerlast mit nicht Schwerlastmaschinen. Genau, das war das Einzige, was ich in der ES-Richtung gemacht habe. Schwerlast war auch geil. Ja, da hatten wir Glück gehabt, dass die Admins uns das machen lassen haben. Ich habe mir wirklich, ja gut, es hatte einen hat erwischt, ne, der wollte es, hat aber herausgefordert, dass man ihn vom Server kickt, aber die anderen haben es überlebt, ja. Richtig. Das ist soweit korrekt, ja. Ja, das finde ich wohl schade, ne? Wenn man so Multiplayer-Events macht, dass es sehr schnell geht, dass es da zu Problemen kommt, aber naja. Ah ja. Ja, komm doch an, wie du damit umgehst. Also ich hatte jetzt in der letzten, vor 2 Wochen in der Aufnahme hoch ein Auto gehabt. Da hatte ich Discord neu, da hatte ich das nicht ausgeschaltet, dass man sieht, was ich gerade spiele. Mhm. Und das war auch irgendeiner, dann hat er reingekommen mit dem Auto. Er wollte mich halt wegräumen, hat es 3-mal versucht, 3-mal nicht geschafft. Ja, dann halt die Aufnahme kurz rausgeschnitten, Website-Report gemacht und halt von 2 Stunden gebrannt. Zack, Punkt, ne? Fertig, wann? Naja, die Zeit nehme ich mir dann schon. Ich riech mich dann. Ach, das ist aber nett von dir, Renny. Ja, ich riech mich. Endlich meiner, der ein bisschen aussortiert. Ruf dann, ich schrieb mich dann auch dann nicht auf im Let's Play, weil bringt ja nur den Spaß und was. Also, ich fand's aber auch cool, wo du dich richtig aufgeregt hast damals, ne? Mach ich aber, das ist halt so Gemütszustand. Metal, Leute. Also wenn ich mir den Sachsen-Player von 2013 anschaue, ne? Ja, jetzt fängt der Werner bei dir. Was fängt der Werner bei dir? Er hat da schon mal in OMSI mitten in der Nacht ein bisschen rumgeschrieben mit den Fahrgästen. Ist richtig, ja. Aber in OMSI kommen ja nicht mehr ran, die Community ist mir viel zu toxisch geworden. Ist das so? Was ich so höre von Leuten, die noch OMSI aktiv spielen und damit drin sind, ja, das sind sehr viele. Toxische, also die Community ist halt komplett toxisch geworden. Das ich hab, also viele gegen viele, ne? Ach. Und habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf, das Spiel reinzubringen nicht mehr. Zumal seitdem das angefangen wurde, ist so aus, so auszu, so jetzt auch das Server-Passwort gesehen, angefangen worden ist, so auszuschlachten, also mit Naufen DLCs und hier wieder DLC und dann DLC und dann DLC, aber da wurde das dann auch so gedüngt. Das heißt, wir können düngen und dann laufen lassen, ne? Ja, also diese Änderung, dann habe ich ja was verpasst und das hat gerade so ein bisschen meine Prioritäten geschiftet, bin ich ganz ehrlich. Danke für den Hinweis, liebe Kollegen. Das finde ich wirklich... Jetzt verstehe ich auch, warum hier mein Team immer überall hin ETS 2 Patch und ich dachte immer so, ja,
Ja, komm Leute, jetzt. Wir haben immer mal wieder Videos zu ETS-Patching gemacht. Was wollt ihr eigentlich? Warum jetzt gerade dieser? Wie gesagt, nee. Soweit war ich noch nicht. Ja. Aber vielleicht kannst du uns über einen Patch unterrichten, den nur du gespielt hast, nämlich Gold Rush. Da ist ja auch was Neues gekommen, oder? Wenn er jetzt gerade vor kurzem war, meine Folgen sind 3 Wochen alt. Also da wahrscheinlich. Okay, nicht. Dann hast du es noch nicht gemacht. Aber dann gibt es eine weitere Staffel, liebe Gold Rush-Freunde. Wieso gibt es neue Inhalte? Oder ja, es gibt, halt viel, es gibt halt diese Detailverliebtheit, die man von Gold Rush ein bisschen kennt. Mit hier Stecker anstecken und Schläuche tauschen und da wird das kaputt und so weiter, haben sie jetzt nochmal ein bisschen erweitert. Ah ja. Mit Keilriemen und Rauben und Schlüssel und. Achso, ja, geil. Batterie tauschen, so hatte ich schon. Also das ja, Batterie schon, aber du musst wirklich jetzt, glaube ich, Sachen, Maschinen aufmachen mit dem Schraubenzieher. Ja, ja, Teil das tauschen, auch schon drin. Ja, das habe ich auch schon gezeigt. Vor ein paar Tagen habe ich es gesehen. War sehr interessant. Aber das war bis jetzt nur Batterien und irgendwie so. Aber kann sein, dass noch mehr kaputt geht mittlerweile, weil das wollten die Zug um Zug machen. Hab's nur flüchtig gesehen. So, was sagst du? Mist fahren oder Dünger streuen? Haben wir Mist? Mist habe ich leer gemacht. Ah, okay. Also kann gerne neu aufgefüllt werden, wenn wir welchen haben, aber ich mache jetzt erstmal mit Chemie weiter. Dann gucke ich mal, was die Schweine noch brauchen. Und die Kühe. Wir bekommen gerade frisch gemähtes Gras. Oh, und ich höre den. Ich höre ihn wieder. Ich höre ihn wieder. Meine Ohren. Hammerraps, nein. Hammer-Sonnenblumen. Sojabohnen müssen wir zu den Schweinen noch fahren. Oho. Geh ich mir im Wasser holen. Ja, der Wassertrailer ist ein bisschen komisch. Da steht ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wer den so hingeparkt hat. Weil es ist auch durch den Server-Neustart ein bisschen verrutscht, das Ganze. Steht am Dach, oder was? Nee, gerade so nicht, aber hängt so halb im Zaun, also. Ist ein guter Schaft. Achso, ja, ich mach mal hin. Die Frage ist, wo ist er denn? Hinter den Ställen, hinter dem Stall, glaube ich, war es. Hinter dem Kuhstall? Richtung Norden hoch, glaube ich. Da ist so eine kleine Seitengasse, wenn du hinten rum, also wenn du durch den Stall hochfährst, durch die Futtergasse und dann hinten raus. Hinten und so Weg. Das andere Gebäude. Warum steht denn der da? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Mit Geschick, sagst du. Ah, das gehen wir hin. Ah, oder Schwung. Ja, was gibt's sonst Neues? Ich weiß, sonst habe ich nichts gesehen. Ich gucke halt immer, welches Team-Update am größten ist und dann gucke ich mir das an. Ernsthaft? Hausflipper hat irgendwie 8 MP bekommen. Hausflipper, aber ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, Hausflipper. Also lohnt was war denn da neu? Sie haben mehr Farben hinzugefügt, sie haben den Installateur-Modus erweitert, das heißt, du kannst jetzt auch das Waschbecken oder die Toilette auf eine bestimmte Höhe setzen und so weiter. Ach, Höhe? Ja, Höhe, was noch fehlt, ist, dass du halt selber die Anschlüsse legen kannst, wenn du ein anderes Zimmer, eine Badewanne reinmachen willst. Erstens oder so, das, ne? Und zweitens müssen sie unbedingt mal dieses Zeug aktualisieren. Die Fliesen sind von 1912. Ja. Also das muss dringend aktualisiert werden. Steht auch dran. Ja. Und dann halt so ein bisschen so Feinheiten würde ich mir wünschen, weißt du? Damit du wirklich nicht sagen kannst, ja, ich will jetzt die Reihe wirklich komplett so machen, sondern dass du auch mal sagst, ich will jetzt nur 2 Reihen verfließen oder nur 3 Reihen verfließen und dann drüber möchte ich malen und sowas. Das sind jetzt so Feinheiten, die fehlen halt leider noch im Spiel. Der Ansatz ist gut von Hausflipper. Ja, gucken wir mal, was daraus noch wird. Gar nichts mehr. Ja, nicht immer Bart malen hier. Ich weiß, wie lange das Spiel schon draußen ist. Ich meine, klar, gut, das Update ist gut, aber die haben jetzt so irgendwie mal neue, selbst neue Einsätze, wo man jetzt sagen können, ja gut, das haben sie eh mal kurz rausgebracht, ein Update im Kindergarten und so. Und das war's. Also kann man jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt so aufwendig ist, da Einsätze da drin zu programmieren. Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das Spiel kam man im Allgemeinen gar nicht so schlecht an, ne? Also ich fand's nö, das kam gut. Also, das hat aber Potenzial. Der Inhalt war halt dürftig. Ja. War zu wenig. Ich glaube eher, dass wenn Playway kommt, der Nachfolger dann rauskommt und das hier wirklich Ewigkeiten supporten. Was habe ich noch gesehen? Ja, auf Gold Rush hatten wir schon. Ich warte halt immer noch sehr hart auf den Multiplayer-Modus in Gold Rush, ne? Kommt nicht, haben sie schon das gesagt. Ich glaube nicht, dass das gibt. Kommt nicht? Die haben gesagt, in Gold Rush 2. Okay. Lässt sich auf der Basis, die sie jetzt haben, nicht umsetzen. Ja. Kannst du da auf der Gamescom Ausschau halten nach Gold Rush 2? Die sind nicht da, Playway. Oh, doch. Mann. Gut. Ich glaube, dass das in Entwicklung ist. Ich glaube, die haben ein anderes Eisen im Feuer, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie. Weil kann man sich schon denken, ne, an was die jetzt arbeiten, aber. Sind so viele gute Ansätze, ne? Ja. Mal gucken, was kommt.
Ja, das ist so ein André-Bürger-Spiel so in die Richtung, ne? Wo du auch ein Feuerwehrauto da rumläufst, dann hier musst du Reifendruck messen und all sowas. Als ich noch richtig Bock auf Simulatoren hatte. Ja. Also Feuerwehr damals. Nur dann siehst du ja auch das Gegenteil, wo sich Dings dann halt übernommen haben, ne? Also erstmal mit Notruf. Ja, Notruf habe ich gerade zuletzt bei Random Livestream wieder gesehen. Na, die ist ja... Ist bis heute noch verbuggt, ja. Immer verbuggt, ja, aber komplex. Und komplex. Das ist immer so die Frage, was macht man? Na, wie macht man's? Und, ah. Da muss halt immer eine goldene Mitte finden, weil ja, das ist nicht jeder der Hardcore-Simulant, weißt du? Nee, ich meine von der Simulationstiefe her, beziehungsweise vom Umfang, vom Realistischen her, ist das mit der realistischsten Feuerwehr-Simulation, die es auf dem Markt gibt. Aber das Spiel hat halt, ja, das ist halt schon, wie soll man sagen, unter beschissenen Bedingungen gestartet. Hat sich dann hingezogen, hat sich dann mit seinem 15-Euro-DLC ein Fauxpas erlaubt, was bei jedem anderen Spiel komplett zerrissen gewesen worden wäre. Und heute, was war das nochmal? Das war dieses KIF-Fahrzeug, plus so, Einsätze für 15 Euro. Und das KIF-Fahrzeug, das ist heute wie Flüssigseife unter den Rädern. Stimmt ja, komplett das und sie haben bei uns im Livestream, ja, wir hatten einen Livestream mit den Entwicklern. Und da haben sie, glaube ich, auch gesagt, das dient der Querfinanzierung. Und sind dann hinterher von dieser Aussage ein bisschen zurückgerudert, aber so ist es halt. Und ja. Also, das Problem ist halt, man kann das an DLC nicht dran schreiben, ne? Also mit diesem DLC unterstützt das Spiel und bekommt als Dankeschön ein Fahrzeug. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ja, halt, ne? So, aber unter einem DLC verstehe ich halt doch was anderes, leider. Das hat übrigens auch gehupt. Ja. Ah ja. Gut, dann sind wir fertig für den Part und für die Season noch nicht, ne? Nee, ich darf nochmal. Den haben wir nochmal. Gut, dann Däumchen da lassen nicht vergessen. Wie gesagt, beim Weißwurst gerade und beim Maßbier Werner reinschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Horsti. Tschüss. Tschüss, euer Markus. Was?